Wieder. Jetzt sind wir drei. Bitte zur Ehrenrunde, einmal im Trabe. Bitte erst losmachen, wenn die eingefangen haben. Ja. Ein herzliches Willkommen hier aus dem Ring Nummer 2. Wir haben hier angefangen mit dem Richten der Stutfohlen. Die ersten beiden Abteilungen sind heute zusammengefasst, da leider auch nicht alle hier erschienen sind. In diesem Fall haben wir jetzt hier 5 Fohlen heute Morgen gesehen und am heutigen Tage vor uns hier an der Spitze steht ein schönes Stutfohlen, der Katalog Nummer 25. Vom Quart. Für His Highness Tochter eine Stute, die eher an eine Folgestute erinnert, sehr trocken,
als ob sie jetzt übermorgen in den Trainingsstall wechseln könnte und zweijährig dann schon erste Rennen im Spätherbst angehen könnte. Das herbes Gesicht, sehr gut entwickelt, finde ich auch. Ausgezeichnet. Zahnarzt die Halle. Ich weiß nicht, ob er die entwässert. Hinweis nochmal an die Pferdezüchter: Fohlen brennen in der Reithalle. bestechen musste, konnte sich als klare Siegerin herausstellen, die Nummer 39, eine High Crusader Raphael Stute aus der Zucht und im Besitz von Dieter und Roswitha Loch. Diese Stute hatten wir vorhin in der ersten Klasse der zweijährigen Stute schon an der Spitze stehen und wie besprochen mit einem sehr guten Bewegungsablauf, vor allem im Trabe schön mit einer Bergauftendenz, immer durch den Körper schwingend, eine ganz klare Siegerin. Ich möchte die Zuschauer darauf aufmerksam machen, dass die jeweiligen Klassensieger, also die 1a ihrer Klasse, zum Abschlussschaubild da bleiben. Sie bekommen, werden dort gesondert geehrt und erst dann bekommen sie auch ihre Auftrittsprämie. Also die jeweiligen Klassensieger bis zum Abschlussschaubild. Das ist immer, dass die noch nicht so stehen, ne? Ist blöd.
Die Ehrenrunde ist den Stutfohlen sicher im mittleren Ring und rechts auf dem Ring, der Ring 1 heißt, haben wir wieder Hengstfohlen zu bieten. Und zwar jetzt die jüngsten Hengstfohlen im Vergleich. Der Takt ist in Ordnung, auch der Schritt war klar geregelt und genügend schreitend. Gute Perspektive also schon durch die gute Friska von Frisbee. Dieses Don Darius Fohlen also aus der Zucht der Familie Geiz, Karl-Heinz und Reinhard Geiz aus Allendorf-Heine. Glückwunsch 1-10. Das ist die 15, gefolgt von der 14. Noch Ein imponierendes Reitpferd mit gut angelegten Bewegungen im mittleren Rahmen stehend. Vielen Dank für die Vorstellung. An zweiter Stelle die Nummer 50 eines Soliman de Hüss, Tochter aus einer Hisheines Mutter, auch ebenfalls aus dem Züchterstall Loch. Diese Stute ist etwas leichter im Grundtyp, das Fundament könnte vielleicht im Vorderbein etwas besser ausgelegt sein. Herr Dr. Schulte. Ich habe die Peitsche schon nicht mehr. Ich bin nicht mehr vollständig. Jetzt kommen wir zum Springblut, meine Damen und Herren. Nummer 70, Cassiopeia von Cashman Lartus ist die gezogen. Diese Stute sehr sportlich aufgemacht, mit schönem Gesicht. Die wollen wir als erste nennen, um etwas Spannung noch zu erhalten. Die Gesamtreservesiegerstute heißt Havanna und sollte einmal bitte vorgezogen werden. Das ist eine Hochadeltochter aus der Dana von Don Federico. Und sie gehört Anke und Wilfried Michel aus Edertam an, auf die auch selbst gezogen haben. Höchst bewegliche Stute im Schritt, im Trab, im Typ, das moderne Pferd, das ist Havanna, 56. Sehr herzlichen Glückwunsch, Gesamtreservesiegerstute Fritzlar 2010. Wir sehen den Stolz eines jedes Züchters, eine komplette Familie vorzustellen. Margot Sauer, bitte ans Handy.
rauszubringen, ist eine besondere züchterische Leistung. Nicht nur die hier vorzustellen natürlich, sondern vor allem sie selber zu züchten und als Familie hier ausstellen zu können. So, der Platz ist so groß, dass alle Familien bitte einmal nebeneinander auf einer Mittellinie, so wie das hier schon sehr ordentlich der Fall ist, aufmarschieren mögen. Doch mit einem Quarterback des Heines Fohlen. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt stehen sie aber toll, Kater. In der Klasse 5 der Stutfohlen, das 1A-Fohlen, die Katalognummer 34 von Rainer.